3, 2, 1, 0. So, da sind wir wieder bei Destroy All Humans. Wir gehen rein, drücke eine beliebige Taste, um die Invasion zu beginnen. Ja, aber hallo. So, und wir setzen das Spiel fort. Zur Erinnerung, wir sind Crypto 137 und wir haben die Aufgabe, den Planeten Erde zu erobern. So, neue Mission. Oh. Mission starten. Es geht los. Ah, das Mutterschiff ist auch ziemlich cool, oder? Erdenfrauen sind Zahneschnitten. Mr. Multiverse. Earthbümen, ah, delicious. Ach, das ist unsere Mission, wo wir jetzt machen sollen. Müssen. Mal gucken, ob alles richtig eingestellt ist soweit. Jawohl. Crypto, ich sehe eine Horde Menschen vor dir an einer Art heiligem Versammlungsort. Das ist doch wahr. Du mischst dich unter sie, findest einen hilfsbereiten Menschen und führst ihn zurück zu deinem Schiff zum Verhör. Verstanden? Alarmstufen. Das Augensymbol zeigt dir an, ob ein Mensch in deine Richtung schaut oder nicht. Ein blaues Symbol bedeutet, dass du noch getarnt bist oder nicht bemerkt wurdest. Die Alarmstufe wird nicht steigen. Okay. Das Augensymbol leuchtet auf, wenn ein Mensch einen Außerirdischen oder seine Taten sehen kann. Wenn die Anzeige rot ist, kannst du den Anstieg der Alarmstufe verhindern, indem du menschliche Zeugen ausschaltest. Die Anzeige wird gelb, wenn die Zeugen entkommen, wenn die entsprechende Alarmstufe ausgelöst wird, was die entsprechende Alarmstufen auslöst. Die erste Stufe erhöht nur die Aufmerksamkeit der Menschen, während höhere Stufen gefährlicher werden können. Bleibe bei Schleichmissionen unter der angezeigten Grenze oder die Mission ist fehlgeschlagen. Senke die Alarmstufe, indem du erst die Sichtlinie unterbrichst und dann versteckt bleibst oder Holobob aktivierst. Holobob? So, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Setze die Aufmerksamkeit einer mit. Zurück. Wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zum Mutterschiff! Achso, das hätte ich jetzt gar nicht machen sollen. Ach! Nee! Da war ich wohl ein bisschen zu eifrig. Ja, das wissen wir alles. Crypto, dieser Mensch kann dich sehen. Je mehr Leute dich bemerken, desto größer ist die Chance, dass diese Menschen Polizei und das Militär dich finden und erledigen werden. Er kam aus dem All! Vergiss nicht, dich zu tarnen, Crypto. Du bist nicht gerade im Hafen. Ah, und jetzt sind wir getarnt. Holobob. Setze die Holobob-Fähigkeit ein, um eine holographische menschliche Verkleidung anzulegen. Das menschliche Ziel verharrt, dabei unsichtbar und reglos. Das Durchführen von Cortex-Scans an Menschen verlängert die Wirksamkeit von Holobob. Holobob wird zusammenbrechen, wenn die Fähigkeit nicht regelmäßig aufgeladen wird. Holobob wird gestört, wenn du mächtige mentale Fähigkeiten, Waffen oder andere aggressive Aktionen einsetzt. Holobob wird dann schneller aufgebraucht und Krypto wird kurzzeitig enttarnt. Holobob wird durchschaut, wenn Menschen seine Aktivierung oder Störung sehen können.
Schalte die Zeugen aus, wenn Vergessene an oder entkommen. Oder entkomme, um Holobob zu reaktivieren. Solltest du den Cortex-Scan weiterlaufen lassen, um die Illusion aufrechtzuerhalten? Du willst ja sicher nicht, dass du mitten in einem Haufen Feinde deine Konzentration verlierst. Was ist denn da los? Muss ich eigentlich hin? Ah, da ist der Jammerheit. Der beste Test für einen vernünftigen Präsidentschaftskandidaten ist doch ganz klar. Würde ich ihn zum Grillen einladen? Schlagstock, check. Schmiergeld vom Gangster abknöpfen, check. Ein Gefühl moralischer Überlegenheit den Mitbürgern gegenüber, check. Zeit, ein paar Typen zu verhaften. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, die wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Hä? Ich will doch nicht die Kuh. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Ich bin nur erstaunt. Es gehen die Menschen weiter. Nicht mithalten. Das ist noch nicht alles. Richie Webber war in der Außenlüftungszelle, als sie reingebracht haben. Und sie hätte 10.000 Mark gekriegt. Sie ist ja nicht an, Junge! Ich selbst mache gerade erst letzten Abend feiern. Geh weg! Cocktails mit den Teilnehmerinnen des Wettbewerbs. Und ich kann euch vorstellen, dass einem das mit den Wechseljahren auch zweimal passieren kann? Pass besser auf! Finger weg! Meiner Pass mich nicht an! Samen für die Zukunft verbreiten. Warum geht das mal? Oh Gott, wie sehen wir denn aus? Oh! Shit! Shit, 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 shit! Ah! Ich schätze mal, es ist nichts Verwerfliches dran, wenn sich Tiere friedlich zusammentun. Immerhin ist das hier eine Farm der Tiere. Hast du einen Blick in Miss Rockwell? Denk an Baseball! Denk an Baseball! Oh, Rock Hudson! Nein! Baseball! Denk an Baseball! Ja, ich weiß, was du meinst. Oh, Junge! Der alte Jet ist angeblich auf Öl gestoßen. Ja, yeah, schwarzes Gold. Ich meine, wir reden hier über so richtig. Die armen Schweine, die um 4 Uhr in der. Ich mag meine Bessie. Aber ich mag auch meine Steaks. Ich hab mein Busticket. Hollywood, ich komme. Das wird mein großer Durchbruch. Cotton Candy. Da ist gar kein Verkäufer drin. Gute Nacht, John Boy. Oh, es ist ja noch Tag. Wusste Judy denn nicht, dass dieser Minnelli-Kerl schwul ist? Sie lebt wohl hinterm. Mein nächster Herzinfarkt steht quasi. Mann, dieses sprechende Pferd im Fernsehen ist der. Wenn es blutet, kann ich's kochen. Hat diese Kuh gerade gesprochen? Sag noch etwas, Bessie. Also das meinen Sie mit im Heu rumtollen? Schien mir jetzt nichts Besonderes zu sein. Diese außerirdischen pumpe ich mit Blei voll. Ich weiß zwar nicht, was dieses hübsche Unkraut ist, das draußen auf dem Kohlacker wächst, aber es sieht aus, als würde es sich gut in meiner Pfeife machen. Irgendwie ist es da aufgetaucht, nachdem mein Neffe Tommy das letzte Mal hier war.
Die denke gar nichts. Jedes Mal, wenn ich in die Scheune gehe, stelle ich mir Jane Russell im Heu vor. Olle! Adley Schmedley. Der Typ ist ein Klugscheißer. Immer lieber den dümmeren Kandidaten. Ich hab ja schließlich auch Huffman. Mein Kopf sagt Amos, doch mein Körper. Heute fühle ich mich ganz schön wild. Haltet euch fest, Jungs. Gleich bin ich unten und meine Güte. Onkel Stanley stand heute Morgen aber ganz schön neben der Spur. Vielleicht sollte ich... Kommt schon, Jungs. Meine biologische Uhr tickt wie eine Zeitbombe. Helft mir, Leute. Was genau meinte Kinsey in seinem Report mit abnorm? Ich wette, er hat da über Billy Bob geschrieben. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Melone. Finde ein passendes Testobjekt. Ja. Oh, schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Wer könnten jetzt irgendwo Testobjekt sein? Wenn deine Worte in meiner Ignoranz und dem Dröhnen von Gewehrfeuer untergehen, sind sie es auch nicht wert, gehört zu werden. Was muss ich jetzt machen? Oh. Shit. Ich komm da nicht mehr raus. Hä? Bin ich? Okay. Außerirdischer! Oh, fuck. Wie bitte? Extraterrestrische! Oh Gott, gütiger! Mein Kopf ist ein Kryptoman. Wie sollen wir an Informationen kommen, wenn du wichtige Leute tötest? Komm zurück zur Mutterschiff! Oh nein! Das ist nicht so einfach. Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, den wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Wie soll ich in diesen Schuhen rennen? In diesen schicken Schuhen. Oh, muss ich jetzt nochmal von vorne anfangen? Hey, ich will doch denn hier. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Mein Gott. Ich verspüre plötzlich den Drang, Hosen zu tragen und meinen Namen zu Annie May zu ändern. Ich hoffe, Lenny weiß, was er mit diesen Mäusen und Menschen... Was wir brauchen, ist eine Gewerkschaft der Farmarbeiter. Darüber sollte der Marlon Brando mal einen Film machen. Ich wäre so gern ein Cowgirl. Aber wer könnte mein Cowboy sein? Mr. Ed gegen Francis, den sprechenden Esel. Das wäre mein... Wow, dieser Elliot Ness dürfte mich jederzeit berühren. Habe ich das gerade wirklich... Da ist es wieder. Dieses nicht so frische Gefühl. Ich brauche Cary Grant und Gary Cooper. Das ist die perfekte... Dieser Eisenhower gehört zu der Sorte Mensch, die ich zu... Was genau meinte Kinsey in seinem Report mit ab? Ich habe mein Busticket. Hollywood, ich... da ist es wieder. Dieses nicht so frische Gefühl. Scheiße.
bitte? Martha, komm schnell! Da frisst ein riesiger kommunistischer Hamster unsere Rüben! Ich will Miss Rockwell heiraten, aber stattdessen sitze ich hier Stunde um Stunde, Tag für Tag und sehe zu, wie sich das verdammte Rad dreht. Runde um Runde, immer wieder, bis jemand stirbt. Passt ja wie die Faust aufs Auge. Hä, warum geht denn das nicht? Ja, wie ein Eiskörper aus dem urzeitlichen Schlamm. Ein Muster bildet sich. Hä? Wir brauchen den dümmsten, willensschwächsten und manipulierbarsten Menschen, den wir finden können. Die Auswahl ist zugegebenermaßen groß. Scanne sie einfach alle. Weitergehen, hier gibt's nichts zu sehen. Oh, ich sag das echt gern. Also mit der Maus anpeilen und dann, Mann, oh Mann. Sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Gott, ich liebe Amerika. Dieser Mensch scheint etwas vorzuhaben. Man höre und staune. Scanne die Menschen weiter. Wie viele Möglichkeiten gibt's denn, eine Kuh zu finden? Ein Schwein und eine Spinne? Was zu... Jeremiah steckt aber schon ganz... Kennt ihr die Frau, die ihre besten Jahre an der Seite eines Nichtsnutzigen... Ich wäre gern Cowboy, aber wer wird... Kommt schon, Jungs, meine biologische Uhr... Mann, oh Mann, sie mag die dümmste Miss Rockwell aller Zeiten sein. Aber schau dir diese Melonen an. Ich würde lieber irgendwie kämpfen oder so. Das ist irgendwie so ein bisschen, ja... Heute fühle ich mich ganz schön wild. Menschliche Gedanken scannen. Vielleicht reite ich den längst mal ohne Sattel. Dadurch, vielleicht ist der irgendwie wichtig. Ja, 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 der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung ist auf dem Weg, bla bla bla. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Zeit mit der sexy Miss Rockwell zu verbringen. Ja, ja, die Eiweißkörper aus dem urzeitlichen Schlamm. Ein Muster bildet sich. Es kenne noch mehr Menschen, Crypto. Ja, 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 der Stadt geht es gut, die Geschäfte laufen, Hoffnung. Ah, jetzt läuft's. Bringen wir es schnell hinter uns, damit wir uns den wichtigen Amtsgeschäften widmen können, Zeit mit der sexy Miss Rockwell zu verbringen. Was genau ist eigentlich ein Euter? Sieht verdammt eklig aus. Bin ich da schon gewesen? Ah. Mein Kopf sagt Martin, doch mein Körper sagt Louis. Aha. Und mein Musikantenknochen sagt Bob. Das ist sie. Ich bin Königin, endlich! Wenn Mama mir noch einmal Kohlsuppe aufgetischt hätte, wäre ich durchgedreht. Ich will Fleisch, halber Hahn oder fette Henne. Hauptsache Geflügel. Den Mann. Okay. Okay, Crypto. Ich habe alle Gedanken analysiert, die du gesammelt hast, und ich glaube, ich habe das ideale Subjekt gefunden, um es zu... Untersuchen und vaporisieren. Nein. Um es in das Mutterschiff zu entführen. Meine Idee klingt spaßiger. Entführen, nicht vaporisieren. Okay, aber die Menschheit löscht sich nicht von alleine aus. Nur so nebenbei. Darf ich ausreden? Lässt du dich aufhalten? Wo war ich? Die frisch gekrönte Miss Rockwell scheint ideal zu sein für unsere Zwecke. Die anderen Menschen beneiden und bewundern sie. Sie ist leicht zu überzeugen. Und was am besten ist, ihr Gehirn hat offenbar die Größe einer Erdnuss. Hypnotisiere sie und bring sie zur Extraktion zum Schiff. Okay, das klingt ja... Pflanze einen mixten Menschenhirn einen Fehl ein und unterwerfe es unserem Willen. Ich möchte all den kleinen Leuten danken, aber dafür ist keine Zeit. Ich muss weg. Gib dich als Bürgermeister aus. Oh, okay. Wo sind denn noch einmal? Nee. Da. Wo ist der Ausgang? Genieß das Fest! Oh, und fahrt besser nicht mit dem Schleudersitz! Der ist eine Todesfalle! Hä?
Ja, das mit dem Kleid hat doch nicht so hingehauen. Wie geht es? Mit X? AF. Was? Nein! Aus dem Weltall! Was? Wie soll ich das machen? Habe mich schon gesehen. Oh, verdammte Absätze. Aber... Halt! Ich habe meine Tasche im Pavillon vergessen. Nein! Komm! Ich muss in den dunklen und geheimnisvollen Wald. Es gibt keinen Grund, Angst zu haben. Leuten, die in einen dunklen und geheimnisvollen Wald gehen, passiert nie etwas. Besonders nicht in Märchen oder Slasher-Filmen. Nicht, dass ich wüsste, was das ist. Also, kein Grund zur Panik. Crypto, was machst du denn da? Zurück in Reichweite mit dir. Ja, wo ist denn die jetzt? Oh, das funktioniert doch wohl. Daran erinnern, hier geparkt zu haben. Ja, komm. Ich kann mich nie erinnern, wo ich geparkt habe. Mein kann Auto sich glücklich ist schätzen. Größer geworden. Und jetzt eine Alien-Entführung zu erleben. Ja! Ja! Wir haben sie! Und langes, welliges Haar wie Liberal. Moment mal. Wo bin ich? Ach, das sieht aber nicht so richtig nach dem Kuchenwettessen aus. Oh oh. Oh oh. Was geschieht mit mir? Oh Gott, bitte nicht. Oh bitte, das kitzelt. Zeit für die Sonde. Oh ja, genau da. Nicht aufhören. Oh, das fühlt sich wunderbar. Klappt immer. Ja, so eine Alien-Entführung kann ja richtig Crypto. Spaß machen. Die Polizisten sind unterwegs. Ab in dein Raumschiff. Verbreite Chaos und Verwirrung, indem du den Entführungsstrahl aktivierst und Gegenstände oder Lebewesen schweben lässt. Und die ins Wasser schmeißen. Oh. Ups. Bisschen ins Wasser. Zack. Heieiei, schon wieder verbrannt. Kann man auch das ganze Zelt hochheben? Er ist der Flo! Ich bin der Rettungsschwimmer!
Invasion der Außerirdischen. Extraterrestrische! Oh, keine Energie mehr. Ich brauche Energie. Der schöne Jahrmarkt, oh. Eigentlich schade drum. So, ist irgendwo noch... Ah, da. Das war's. Die Vorstellung ist vorbei. Ach, der schöne Jahrmarkt, guckt mal. Das schöne Zelt, das Riesenrad. Wir haben ganz schön Chaos angerichtet. Tja. War irgendwie unnötig. Jetzt haben wir die Aufmerksamkeit hier auf uns gelenkt. So. Ein paar Sachen sind freigeschaltet. Experimenteller Psi-Link Holobob. Hypnoschub. Vergessen. Entführungsstrahl. Neu im Pox-Lab. Neocortex-Analysator. Kompensationstherapie. Kognito-Gefahrenmuster Alpha. Shield-Verstärkungspack. Belohnung 800 Gene. Desaster auf Rockwell. Jahrmarkt. Jahrmarkt liegt nach überraschendem Sturm in Trümmern.